Wir stehen hier vor der Sorte Georgs, einer mittelfrühen Sorte aus unserem Sortiment mit der Reifezahl 240. Das, was Georgs im besonderen Maße auszeichnet, ist seine Ertragsstärke und Ertragsstabilität. Darüber hinaus besitzt Georgs eine sehr breite Standorteignung, eine sehr gute Jugendentwicklung und, wie man hier unschwer erkennen kann, hohe großrahmige Pflanzen bei gleichzeitig sehr guter Standfestigkeit. In der Ernte bietet Georgs sehr hohe Gesamttrockenmasseerträge mit sehr hohen Energieerträgen. Wir sind hier auf einem Standort in der Nähe von Würzburg und neben mir steht Stefan Pohl, unser Vertriebsleiter für Süddeutschland. Und er kann uns jetzt mal erzählen, was Georgs im besonderen Maße, vor allen Dingen auch für Süddeutschland, auszeichnet. Ja, Georgs ist eine Sorte, die beworben wird als der Mais. In Süddeutschland verstehen wir landläufig unter der Mais eine Sorte, die von Anfang an den Anbauer überzeugt. Überzeugt durch eine gute Jugendentwicklung, seine hohe Kältetoleranz, ein zügiges Längenwachstum, was sich in sehr hohen Gesamttrockenmasseerträgen niederschlägt und darüber hinaus, was 2014 in einem kühlen Jahr wichtig ist, durch hohe Kornerträge, frühe Stärkeeinlagerung und eine frühe Qualität im Silo. Das hat Georgs in den letzten beiden Jahren eindrucksvoll in den Landessortenversuchen in Bayern bestätigt. Georgs war 2013 im Energieertrag pro Hektar die stärkste Sorte im bayerischen Landessortenversuch Silo Mais Mittelfrüh. Darüber hinaus war er aber in der Qualität mit über 7,4 Megajoule NEL pro Kilogramm Trockenmasse in der Qualität die zweitbeste Sorte. Diese Kombination aus hohen Erträgen und guter Qualität zeichnet Georgs aus. Deswegen wird er zu Recht von uns als der Mais beworben. Wie sieht es im besonderen Maße mit der Standorteignung aus? Worauf müssen die Maisanbauer achten? Ein wichtiges Thema, was Georgs durch seine Mehrjährigkeit und durch seine Anpassungsfähigkeit über viele Standorte im Süddeutschland die letzten 4 Jahre gezeigt hat. Georgs passt sowohl von der Nutzungsrichtung als Silomais, als Biogasmais und aufgrund der guten Standfestigkeit der 240er Kornreife auch als Körnermais in viele Betriebe und hat in den 4 Jahren immer hohe Erträge erzielt. Und das macht ihn auch über mehrere Jahre sehr ertragsstabil und leistungsstark. Georgs besitzt in zahlreichen Bundesländern die offizielle Empfehlung zum Anbau und ist unter den 10 meist angebauten Sorten in Deutschland.